Fühlst du dich manchmal verloren im Alltagstrott? Hast das Gefühl, Entscheidungen zu treffen, die nicht wirklich zu dir passen? Oder sehnst dich nach einem Leben, das sich stimmig, leicht und authentisch anfühlt? Die Antwort auf diese Fragen könnte in der Entdeckung deiner persönlichen Werte liegen. Und um diese Werte wird es in dieser Folge gehen. Hi und herzlich willkommen im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Experte und Health- und Life-Coach für mehr Gesundheit, Klarheit, Persönlichkeitsentwicklung und Leichtigkeit im Leben. Und wir schauen uns hier die Basics an, die es benötigt für ein sicheres Fundament, um deine Vitalität, deine Balance, Energie, aber auch zeitgleich mehr Verbundenheit mit dir selbst und anderen zu kreieren. Und in dieser Folge geht es um das Thema persönliche Werte und ich möchte dir dazu einige Übungen an die Hand geben, Techniken, sodass du deine Werte entdecken kannst. Ich möchte dir natürlich auch erklären, warum Werte so wichtig sind, diese zu kennen und warum sie, wenn du sie dir selbst nicht bewusst bist, zu Konflikten führen können mit dir selbst, aber auch mit anderen. Gleichzeitig sage ich dir, wie sich das bei mir mit den Werten entwickelt hat und wieso das Thema für mich gerade so brisant ist und ich meine eigenen Werte wieder neu entdecken durfte. Warum sind persönliche Werte überhaupt so wichtig und was sind persönliche Werte? Persönliche Werte kannst du dir so vorstellen wie ein innerer Kompass, der dir Orientierung gibt auf deinen Lebensweg. Und das sind tief verwurzelte Überzeugungen und Prinzipien, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Also die Dinge, für die du einstehst und dein Handeln und dein ganzes Verhalten orientiert sich an deinen Werten. Und wenn du deine Werte kennst und lebst, also in verschiedenen Kontexten auch umsetzen und erleben kannst, dann triffst du Entscheidungen, die sich für dich richtig anfühlen und zu einem erfüllten und leichten Leben dann führen können. Wenn du deine Werte nicht kennst, dann kann es manchmal passieren, dass du mit dir selbst in so einen Konflikt gerätst und denkst, ah, das will ich nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Wert ist zum Beispiel von vielen das Thema Unabhängigkeit oder Freiheit. Und wenn du in einem Rahmen, in einem Gerüst hängst, zum Beispiel jobtechnisch oder beziehungstechnisch oder in anderen Kontexten, dann kann das sein, dass dein Verhalten, deine Emotionen daraus resultieren, die nicht so glücklich dich machen am Ende. Deshalb ist es so wichtig, seine Werte zu kennen. Und in dieser Folge möchte ich dir einmal Übungen an die Hand geben und natürlich vielleicht Impulse geben, um deine Werte zu identifizieren, zu definieren und in dein Leben integrieren zu können. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, wo ich dir auch nochmal auf die Übung gehe ich ein, ein kostenfreies Kartenset für deine Werte digital zur Verfügung stelle. Das kannst du dir ausdrucken, findest du in dem Blogartikel, den ich dir in die Shownotes verlinke. Lass uns erstmal klären, warum sind persönliche Werte überhaupt so wichtig? Ich habe schon gesagt, persönliche Werte sind wie so ein innerer Kompass und hilft dir, Entscheidungen zu treffen, die mit deinem wahren Selbst, mit deiner Identität übereinstimmen. Deine Werte geben dir Orientierung in schwierigen Situationen und helfen dir, Prioritäten zu setzen. Und wenn du deine Werte kennst, dann kannst du wertebasierte Entscheidungen treffen. Nicht nur eine Entscheidung, weil sie rational vielleicht gut ist oder du triffst eine Entscheidung, weil du die Annahme hast, dass die gegenüberliegende Person vielleicht das besser fände, wenn du dich dafür entscheiden würdest. Das heißt, du übergehst vielleicht deinen eigenen Bedürfnissen. Dann macht das noch mehr Sinn, deine eigenen Werte zu kennen. Die persönlichen Werte beeinflussen am Ende deine Beziehung zu dir selbst, aber auch zu anderen Menschen. Und wenn du dich mit anderen Menschen umgibst, die ähnliche Werte teilen, dann fühlst du dich verstanden, unterstützt, dann bist du auf einer Wellenlänge. In einer Beziehung zum Beispiel macht es Sinn, sich mit seinen Werten
natürlich sich selbst, aber auch mit den Werten der Person dir gegenüber mal auseinanderzusetzen. Weil wenn die Werte kollidieren, dann kann das richtig zu Konflikten kommen. Ich mache ja auch ein Beispiel. Ein Wert ist zum Beispiel Ordnung und ein Wert ist Chaos. Oder der Wert Ordnung ist der einen Person extrem wichtig. Deshalb ist die Wohnung vielleicht immer aufgeräumt, hat eine bestimmte Grundordnung. Und dem Partner oder die Partnerin, der ist Ordnung total wurscht. Also total, also es hat gar keine Relevanz. Und so leitet sich das Verhalten ab. Und das kann natürlich zu Konfliktpotenzial kommen. Wenn beide aber ihre Werte einmal kommunizieren, dann kann man entsprechend auch darüber sprechen. Ja, das Thema Kommunikation in einer Partnerschaft, Kommunikation mit dir selbst oder mit anderen Menschen ist enorm wichtig. Du findest in meinem Podcast dazu auch einzelne Folgen, gewaltfreie Kommunikation, Kommunikation auf Augenhöhe. Etwas, was wir vielleicht viel mehr lernen dürfen. Durch meine verschiedensten Coaching-Ausbildungen stelle ich jetzt mal die Hypothese in den Raum, habe ich eine sehr offene Kommunikation und bin da entsprechend auch, was Fragen stellen. Vielleicht manchmal fragt sich dann die gegenüberliegende Person, wo kommt denn diese Frage auf einmal her? Die fragt ja sonst niemand. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, jobabhängig, was ich mache. Aber nichtsdestotrotz, zurück zu dem Thema Werten. Wenn ihr die Werte in einer Beziehung geklärt habt, erleichtert euch das sehr häufig viel. Es ist also zu verstehen, dass persönliche Werte sich von gesellschaftlichen Werten unterscheiden. Das ist enorm wichtig. Ich mache auch hier ein Beispiel. Wenn ich jetzt jemand fragt in einem Business-Kontext, ja, was ist denn Ihnen wichtiger? Karriere, Finanzen, Geld verdienen oder Freiheit? Ja, was würdest du wohl ändern, antworten? Oder ich mache ein anderes Beispiel, was ist dir lieber? Liebe oder Familie, Beziehung? Oder Karriere und Vermögensaufbau in einem Business-Kontext. Dann könnte es natürlich sein, dass der gesellschaftliche Wert hier sagt, ja, natürlich Karriere. Obwohl Karriere dir vielleicht total wurscht ist und du viel mehr nach Familie oder Liebe, Vertrauen tendierst in deiner Wertehierarchie. Während gesellschaftliche Werte natürlich von Kultur und Gemeinschaft geprägt sind, sind persönliche Werte individuell und einzigartig. Wie du bist einzigartig. Und so wie du bist, genau richtig. Deine persönlichen Werte spiegeln deine tiefsten Überzeugungen wider und sind nicht von äußeren Einflüssen abhängig. Diesen Satz müsste ich eigentlich wahrscheinlich fünfmal hintereinander hier reinsprechen, um das zu verinnerlichen, dass du verstehst, deine Werte sind deine Werte. Die Werte des Gegenübers sind seine Werte. Und dazwischen ist Raum. Das sind zwei Welten. Wenn du meinen kostenfreien Guide, mein Workbook zum Thema Persönlichkeitsentfaltung, so also mehr Verbindung zu dir selbst und anderen schaffen, oder mein Workbook zum Glaubenssätzen kennst, da bin ich auf Realität eingegangen, wie sich die Realität in dir bildet. Dazu habe ich auch einzelne Podcast-Folgen gemacht, müsstest du mal zurückschauen, da findest du diese. Du weißt also, persönliche Werte sind der innere Kompass. Individuell und einzigartig und spiegeln deine tiefsten Überzeugungen wider. Die Frage ist doch tatsächlich eher, wie findest du deine Werte heraus? Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe aus verschiedensten Coaching-Ausbildungen, aber auch NLP-Ausbildungen verschiedenste Tools und das ist ja auch eins meiner Passions, meine Passion ist, dir bewährte Techniken aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen so Schritt für Schritt zugänglich zu machen, dass du sie für deine Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit bestmöglich selbst nutzen kannst. Mein Wunsch wäre es natürlich, dass solche Dinge in Schulen vermittelt werden an Kinder, so dass hier eine Generation heranwächst, die nicht vor diesen, in Anführungsstrichen, Problemen steht, persönliche Auseinandersetzungen, Ängste und Sorgen, wie vielleicht der eine oder andere Erwachsene. Die Entdeckung deiner persönlichen Werte also ist ein Prozess der Selbstreflexion und Achtsamkeit. Und ich bin ein großer Freund von Selbstreflexion. Ich habe die letzten Wochen mich sehr, sehr stark selbst reflektiert
weil ich einen eigenen Prozess gerade durchgehe und durchmache. Ich werde ihn teilen, wenn der Prozess bestmöglich abgeschlossen ist, aber manche Prozesse brauchen einfach eine Zeit. Das heißt also, du solltest dir, um deine Werte herauszufinden, Zeit nehmen, um in dich hineinzuhören und um dich zu fragen, was dir wirklich wichtig ist. Welche Prinzipien leiten dein Handeln? Was bringt dich zum Strahlen? Welche Eigenschaften schätzt du an anderen Menschen? Und dazu gibt es zwei Übungen. Eine Übung, die ist auch in meinem kostenfreien Workbook. Das heißt, du arbeitest mit einer Werteliste. Es gibt unzählige Werte. Wenn du nach Werten im Internet schauen würdest, da tauchen ganz viele verschiedene auf. Ordnung, Sicherheit, Abenteuerlust, Familie, Liebe, Sicherheit, Kreativität. Das sind nur Bruchteile von dessen. In dem Blogartikel, den ich dir, wie gesagt, unten drunter verlinke, findest du ganz viele Werte für deine Werteliste oder du nutzt die aus meinem kostenfreien Workbook. Eine Variante wäre erstmal, eine eigene Liste zu erstellen mit Wörtern, die dich ansprechen oder positive Gefühle in dir auslösen. Es könnten Begriffe sein wie Ehrlichkeit, Freiheit, Kreativität, Familie, Gerechtigkeit, Fairness, Abenteuer und, und. Und dann wählst du fünf Wörter aus, die dir am wichtigsten sind. Und die könnten dann quasi ein Hinweis darauf sein, was deine persönlichen Werte sind. Um deine Werte zu definieren, kannst du dir folgende Frage stellen. Was bedeutet dann dieses Wort für mich? Vielleicht hilft es, dass du das Wort, wenn du es dir aufschreibst, auch wirklich mal den Finger drauf packst, die Augen schließt und reinfühlst. Wie fühlt sich Liebe für mich an? Wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist mir Liebe, Vertrauen, Treue, Kreativität, Abenteuer, Sicherheit und. Wie wichtig ist das in meinem Leben? Welche Werte sind dir wichtiger als andere? Oder indem du halt deine Werte prioritisierst, kannst du in Situationen, in denen deine Werte miteinander in Konflikt stehen, leichter Entscheidungen treffen. In meinem Workbook habe ich das so gelöst. Dort findest du eine Liste mit ganz verschiedensten Werten und diese liest du dir durch, gegebenenfalls auch mit dem Impuls, dass du das Wort mal kurz anfasst, berührst, Augen schließt und reinspürst. Und dann gibt es eine Intuition, ein Gefühl, dass du sagst, hey, das Wort, dieser Wert spricht mich gar nicht an, streich ihn direkt weg. Dann gibt es vielleicht einen Wert, der sagt, ja, der könnte interessant sein. Und dann gibt es vielleicht Werte, wo du sagst, ja, das ist es. Das ist, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, das ist, warum ich früh aufstehe, das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Dann gibt es schon mal eine Tendenz. Und in meinem Workbook ist das dann so gelöst, dass du erstmal eine grobe Übersicht schaffst über die Wertetabelle oder Werteliste, indem du wegstreichst und Tendenzen einmal festlegst. Und dann lässt du ein paar Stunden, vielleicht sogar einen Tag oder Tage vergehen. So habe ich das in letzter Zeit gemacht. Und dann liest du dir deine Werte durch, die dir wichtig und wichtiger erscheinen. Und dann gehst du wieder rein und schaust und streichst weg, was ist mir davon wichtig, wichtiger und am wichtigsten. Und so kristallisieren sich fünf bis vielleicht sogar ein Wert raus. Und das sind dann quasi deine persönlichen individuellen Werte, nach denen du lebst, was dir aktuell wichtig ist. Und aktuell werde ich noch ein paar Worte zu sagen, weil natürlich Werte im Wandel sind mit unserem Leben. Eine zweite Übung, die ich dir an die Hand geben möchte, ist mit Wertekarten arbeiten. Dazu habe ich eine digitale Vorlage zum Ausdrucken erstellt. Die findest du in dem Blogartikel, in den Shownotes, kannst du dir kostenfrei dort runterladen und ausdrucken. Das sind quasi wie kleine Karteikarten oder Visitenkarten. Die kannst du ausdrucken, ausschneiden und vor dir hinlegen. Das macht es visuell nochmal anschaulicher. Kannst du auch die Karten zwei zum Beispiel in die Hand nehmen, nehme ich mal Abenteuerlust und Treue oder Abenteuerlust und Karriere. Dann nimmst du Karriere in die rechte Hand und links in die Hand nimmst du Abenteuerlust. Und dann spürst du mal rein, schließt die Augen und welcher Begriff, welcher Wert fühlt sich für dich stimmiger an? Dann wird ein Arm vielleicht schwer, ein Arm leicht.
Wird einer warm, kalt? Also, ne, da gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Du kannst aber auch die Karten, so mache ich das manchmal in Gruppen, wenn ich dann in Unternehmen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bin oder auch das Thema ganzheitliche Gesundheit, dann legen wir uns die Werte auf den Boden und jeder bekommt seine Zeit, um dort wie eine Art, na, Memory ist es nicht, aber die Werte, die dich gar nicht ansprechen, drehst du direkt um oder packst du auf einen extra Haufen. Die werden quasi ausrangiert. Und dann hast du wie ein Kartenset am Boden, was du peu à peu dann quasi rauskristallisieren kannst, um mehr, ja, deine Werte rauszufinden. Das wäre die zweite Übung, ne? Wertekarten verwenden. Findest du in dem Blogartikel kostenfrei zum Runterladen. Da habe ich dir auch leere Kärtchen erstellt, wo du nochmal Werte einmal ergänzen kannst. Falls, ne, und ich, Gottes Willen, es sind über 100 Werte, die ich da zusammengetragen habe, aber vielleicht sind es die 100, der 105. und 108. Wert, der dich dann entsprechend anspricht und mit dem du dich identifizierst. Wenn es darum geht, jetzt deine Werte rausgefunden zu haben, dann solltest du die auch in den Alltag integrieren. In meinem Workbook habe ich das so gemacht, dass du quasi, wenn du deine Werte hast, das einmal überprüfst. Wo lebst du die Werte? Zum Beispiel im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, in der Beziehung. Und wo ist es noch Potenzial? Und die persönlichen Werte zu leben, das ist eigentlich dann die Kunst. Weil wenn du deine persönlichen Werte kennst, dann kannst du sie natürlich bewusst in dein Leben integrieren. Weil dann triffst du wertebasierte Entscheidungen, indem du dich zum Beispiel fragst, ob deine Handlungen mit deinen Werten übereinstimmen. Und dann geht es darum, Ziele zu setzen, die deine Werte widerspiegeln. Und feiere deinen Erfolg, wenn du nach deinen Werten lebst. Weil nur so bekommen wir ein Teil friedvolles Leben in uns. Eine Idee möchte ich dir noch an die Hand geben, und zwar eine kleine Übung, den Wertescheck für Entscheidungen. Wenn du an eine Entscheidung denkst, die du vor kurzem oder vor kurzem getroffen hast, war die Entscheidung im Einklang mit deinen Werten? Und wenn nicht, wie hättest du denn gerne anders entschieden, um deine Werte zu berücksichtigen? Das macht dir da vielleicht kurz Pause hier in dem Podcast. Nimm dir einen Zettel, wenn die Möglichkeit besteht, und schreibe dir drei Entscheidungen auf, die du die letzten 2 Wochen getroffen hast. Überprüfe, ob das mit einer wertebasierten Entscheidung einhergang. Und wenn nicht, dann lade ich dich ein, das zu ändern. Es ist unvermeidlich, dass du im Laufe deines Lebens natürlich mit Konflikten zwischen deinen Werten konfrontiert wirst. In solchen Situationen ist es wichtig abzuwägen, welcher Wert in der jeweiligen Situation Priorität hat. Ich habe jetzt 1 bis 5 Werte erwähnt. Natürlich haben wir mehr Werte. Und hier möchte ich eine kleine Erfahrung auch mit der Arbeit mit Klientinnen und Klienten geben, was auftreten kann. Jetzt hast du eine Familie oder du hast eine Beziehung. Du hast eine wundervolle Beziehung, eine Partnerin, einen Partner. Und ein Wert ist vielleicht Beziehung oder Familie in der Werteliste. Und jetzt merkst du, warte mal, mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Und du fängst an, Familie, Beziehung zu streichen. Oder das Thema Treue oder Liebe, ne? Das Thema Liebe, Treue in einer Beziehung, das wünschen wir uns alle. Also ist erstmal eine Hypothese. Kann auch sein, dass du es nicht wünschst. Nichtsdestotrotz könnte es sich komisch anfühlen, wenn du Liebe und Treue auf einmal streichst. Heißt das dann zeitgleich, warte mal, Liebe ist mir total egal und Treue ist mir egal? Nein, das ist nicht egal. Sondern es hat nicht die höchste Priorität. Aber trotzdem kannst du eine liebevolle und eine Beziehung voller Treue gestalten und genießen. Also nur weil du den Wert wegstreichst, heißt das nicht, dass er dir egal ist. Er hat bloß nicht diese Wichtigkeit in deinem Leben. Ich hoffe, du weißt und verstehst, was ich damit meine. Und ein anderer Impuls, den ich in einem, mit einer Klientin mal hatte, war, da haben wir auch an den Werten gearbeitet. Und da hat sie mich gefragt, du Carsten, die Wertetabelle, das verstehe ich und das mache ich die nächsten Tage und das werten wir dann zum nächsten Coaching aus. Welche Werte soll ich denn auswählen? Du hörst, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mich die Frage damals
sehr überrascht hat. Aber hey, es ist so spannend, wie manche Menschen denken. Und ich freue mich immer wieder in dieser Einladung, in eine andere Realität, in eine andere Welt, mir das anschauen zu dürfen. Und zwar war die Frage, Carsten, soll ich die Werte nehmen, die mir jetzt wichtig sind oder die ich gern hätte? Und da musste ich kurz schmunzeln und musste auch, habe dann nachgefragt, was meinst du denn zum Beispiel mit, welche du gern hättest? Und da war zum Beispiel ein Wert, da ging es um das Thema Ordnung. Er sagt, Ordnung, das ist mir wichtig, aber es fühlt sich total kacke an. Das klingt ja so, als würde ich hier das Besteck immer gerade hinlegen und alles ordentlich halten müssen wollen. Und da habe ich gesagt, okay, und jetzt vielleicht auch hier ein Punkt, den du mit deinen Werten gerne machen kannst. Was bedeutet denn der Wert für dich? Was heißt er für dich? Weil Ordnung ist in meiner Welt was anderes als in deiner Welt. Abenteuerlust, Fairness, Liebe, Treue ist in meiner Welt etwas anderes als in deiner Welt. Und da hat sie mir dann Ordnung erklärt und beim Erklären ist ihr bewusst geworden, dass Ordnung für sie gar nichts Schlimmes ist. Nur der Begriff ist vielleicht, und ich habe es vorhin schon gesellschaftlich, kulturell erwähnt, manchmal etwas negativ konjugiert oder andere. Das Thema Unsicherheit, Abenteuer, Chaos, das können Werte von dir sein. Aber es kann natürlich sein, dass das, je nachdem, in welchem Umfeld du dich bewegst, Freunde, Bekannte, deine Liebsten, die dann mit der Stirn runzeln, sagen, du willst Abenteuer machen, du willst deinen Job aufgeben, du willst deine Wohnung aufgeben, um Abenteuerlust zu verspüren? Das ist doch alles total Humbug, total Quatsch. Ja, aber vielleicht ist bei deren der Wert Sicherheit wichtig und das hat alles seine Richtigkeit. Das ist nicht wertend gemeint. Und bei dir ist Sicherheit nicht so wichtig, weil du möchtest gerade reisen, du möchtest die Welt entdecken, du willst dich entdecken. Und dann hörst du schon raus, dann gibt es einen Konflikt, dann gibt es ein Stirnrunzeln. Und auch hier offene Kommunikation, klare Kommunikation. Du kannst zum Beispiel dann wirklich auch hier sagen, ich möchte wertebasierte Entscheidungen treffen und für mich ist die Wohnung aufgeben genau in diesem Moment das Beste, weil es für mich das Richtige ist. Also Wertecheck für Entscheidungen. Ein Punkt habe ich vorhin schon angeteasert, ist einmal das Thema Wertewandel. Persönliche Werte, die sind nicht in Stein gemeißelt. Und ich habe vorhin erwähnt, dass ich in letzter Zeit mich sehr viel mit meinen Bedürfnissen, meinen Werten, was sind meine Ziele, was macht mich aus, Stärken, Schwächen, warum es im Leben in verschiedenen Lebensbereichen beschäftige. Werte sind nicht in Stein gemeißelt. Persönliche Werte sind nicht statisch, sondern können sich im Laufe deines Lebens verändern. Und das dürfen sie auch. Vor 10 Jahren hatte ich andere Werte als zum Beispiel heute. Ich habe meine drei Werte sind unter anderem Fairness, dann das Thema Abenteuer und Unabhängigkeit. Und jetzt hörst du vielleicht sowas raus wie, warte mal, was ist denn mit Sicherheit? Sicherheit ist mir auch wichtig, aber es ist halt nicht in den Top 3. Es ist, glaube ich, in den Top 5 gelandet. Neben Treue, Liebe und Co. Weil die sind sehr nah dran gewesen. Und auch über diese Werteliste habe ich gearbeitet und habe dann quasi 10 Werte gehabt und habe dann Tag für Tag einen weggestrichen. Und ja, dann ist Treue und Liebe auch gewichen. Aber trotzdem sind mir wichtig. Das sind die aktuellen Werte. Persönliche Werte sind also nicht statisch. Und aufgrund von neuen Erfahrungen, Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen und Herausforderungen, die wir meistern dürfen, können dazu führen, dass du deine Werte überdenkst und neu bewertest. Du gründest eine Familie, dann ist vielleicht das Thema Sicherheit wieder ein ganz anderes Thema. Und da mein Wunsch an uns ist, offen für diesen Wandel zu sein und dir regelmäßig Zeit für Selbstreflexion zu nehmen, um sicherzustellen, dass deine Werte weiterhin mit deinem Leben übereinstimmen. Hier eine kleine Übung vielleicht, das Thema Wertereflexion im Zeitverlauf. Vergleich deine Werte, also die du
vielleicht heute Morgen oder in einer Woche herausgearbeitet hast mit den Werten, falls du diese kanntest, erkennst, die du vor 5 oder 10 Jahren hattest. Haben sich deine Werte verändert? Und wenn ja, welche Faktoren haben zu diesem Wandel beigetragen? Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit einen Menschen kennengelernt, der mich nach wie vor sehr berührt. Und ich habe da zum Beispiel das Thema Abenteuerlust kennengelernt. Ich bin in meinem Leben wenig gereist bisher. Wir haben Juni 2024. Aber nichtsdestotrotz habe ich dort einen Wert kennengelernt oder einen Bereich kennengelernt, den ich bisher überhaupt nicht betrachtet habe. Und in meiner Arbeit aktuell mit meinen Werten hat sich herausgestellt, dass Abenteuerlust, das Entdecken, aber auch zum Beispiel die Unabhängigkeit, in der Unabhängigkeit zu arbeiten, weil ich primär remote, also online aufgestellt bin, ne? Das Thema Health- und Life-Coaching, also ganzheitliche Gesundheitscoaching, ist online, kann online stattfinden. Ne? Falls du aus Leipzig bist, können wir natürlich auch Coaching hier in Leipzig machen. Aber das spielt in meinen Werten mit rein. Sonst hätte ich mir mein Business nicht so aufgebaut, wie ich es aufgebaut habe. Und das Thema Abenteuerlust kommt aber auch einher, einmal durch den Kontakt zu dieser Person, was ich sehr dankbar empfinde, aber auch zum Beispiel durch Filma, meine Hündin, die jetzt seit 1,5 Jahren an meiner Seite ist. Mit ihr möchte ich die Welt erkunden, ob alleine oder mit jemandem zusammen. Ich teile auch wahnsinnig gern Zeit zusammen. In meiner Welt ist geteiltes Glück ist doppeltes Glück oder geteilte Zeit ist schöne Zeit, schönste Zeit. Da spielt das Thema Abenteuerlust mit rein. Es war mir vor einiger Zeit gar nicht bewusst, dass ich diesen Wert in mir habe und bin dankbar, dass ich mich mit dem Thema in kurzer Zeit jetzt befassen durfte. Also hier Wertereflexion im Zeitverlauf. Schau, was hat zu dem Wandel deiner Werte geführt? Deine persönlichen Werte können auch eine wichtige Grundlage für dein persönliches Wachstum sein. Weil wenn du deine Werte nicht kennst und du möchtest dich vielleicht selbstständig machen, hast Projekte oder möchtest ein zweites, drittes, viertes, fünftes Standbein aufbauen, dann macht das definitiv noch mehr Sinn, deine Werte zu untersuchen, dich auszutauschen und mit Menschen zu umgeben, die vielleicht ähnliche Werte haben. Und wenn sie nicht deine ähnlichen Werte haben oder Werte haben, die du vertrittst, tausch dich aus und lerne deren Hintergründe kennen. Es gibt immer Geschichten dahinter. Ich möchte dir an der Stelle diese Solo-Folge nochmal kurz zusammenfassen. Kleines Fazit geben, also authentisches Leben durch Werte. Dein Leben ist durch deine Werte geprägt. Das ist der Schlüssel zu einem authentischen, erfüllten, leichten Leben. Wenn du deine Werte kennst und lebst, triffst du Entscheidungen, die sich für dich richtig anfühlen und dich deinem wahren Selbst näher bringen. Du baust dadurch stärkere Beziehungen auf zu anderen Menschen, aber auch zu dir selbst. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir in der letzten Zeit auch immer bewusster geworden ist. Beziehung zu dir selbst, Verbindung zu mir selbst. Durchs Burnout damals, das war eigentlich der prägendste Einfluss, als ich mit Suizidgedanken und depressiven Phasen im Leben stand oder mehr oder weniger gesagt dann lag, habe ich mir bewusst gemacht, okay, was macht meine Person aus? Und da bin ich das erste Mal wirklich meiner Psyche, meiner Persönlichkeit, meinen Gedanken auf den Grund gegangen. Aber dazu werde ich in einer separaten Folge zum Thema Burnout, schau mal, ob sie schon online ist. Vielleicht kommt sie auch noch, sagen, was so meine Learnings aus Burnout und Burnout waren. Was hat sich daraus für mich kreiert? Welche Themen haben sich eröffnet? Und meistens lernen wir durch Schmerz. Wir sind unzufrieden, wir fühlen uns nicht wohl, wir haben Angst, wir haben Sorgen. Und wenn wir dorthin schauen und die Einladung annehmen, dass dahinter Potenzial verbirgt, Heilung oder auch eine tiefere Verbindung zu uns selbst, dann kommt am Ende erfahrungsgemäß, zumindest meiner Überzeugung nach, immer was Gutes bei raus.
Am Ende kommt immer was Gutes bei raus. Egal wie hoch oder tief das gerade ist, wie schwarz das Leben vielleicht gerade geprägt ist. Wenn du die Einladung annimmst, dich Menschen anvertraust, Unterstützung suchst, egal in welcher Form, kommt immer was Gutes bei raus. Das ist zumindest in meiner Welt so. Kleines Fazit also, wenn du deine Werte kennst und lebst, triffst du Entscheidungen, die sich richtig anfühlen und baust stärkere Beziehungen auf. Du kannst deine Ziele mit mehr Leidenschaft angehen und findest mehr Sinn und Freude in deinem Alltag. Zusammengefasst, Tipps für ein werteorientiertes Leben. Reflektiere dich. Reflektiere regelmäßig deine Werte. Selbstreflexion ist in meiner Welt etwas sehr Wichtiges. Wir haben so viele Gedanken, die wir denken, bewusst oder unbewusst, die wir gar nicht hören. In meiner Welt wünschte ich manchmal, ich hätte so einen Rekordknopf für unsere Gedanken oder meine Gedanken und könnte mir die einmal wie so ein Transkript aufschreiben lassen und den Stift nehmen und einkringeln. Okay, das war ein limitierender Glaubenssatz, das war ein destruktiver Gedanke, das war eine Angst, das war ein Auslöser. Das wäre mein Wunsch. Das geht aber nicht. Das haben wir nicht. Wenn du dich aber mit dem Thema Selbstreflexion, Kommunikation mit dir selbst und auch dir selbst zuhören kannst, dann wird dir das leichter fallen. Reflektiere regelmäßig über deine Werte. Reflektiere dich selbst. Und auch dafür habe ich natürlich Dinge schon kreiert. Ich habe zum einen das Thema Glaubenssätze als kostenfreien Workbook, aber auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dir sehr viele Fragen an die Hand gebe, um dich selbst zu reflektieren. Da hängt auch ein Journal dran, das Thema Tagebuch führen. Was ich dir vorbereitet habe, kannst du ausdrucken, ist quasi wie ein kleiner Vorlage, was du ausfüllen kannst für die Tages- und Wochen- und Monatsreflexion. Ich habe aber auch einen kostenpflichtigen E-Mail-Kurs, der dir täglich für über ein Jahr täglich eine Selbstreflexionsfrage aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen gibt. Der Kurs kostet 11 Euro, 20%, weil ich stehe für Gesundheit, ist für alle da. 20% gehen an einen guten Zweck, die ich immer dann am Ende des Jahres spende, um Menschen zu unterstützen, die nicht die Chance haben, zum Beispiel diesen Kurs oder Dinge zu nutzen, die ich oder andere zur Verfügung stellen. Also hier ist ein Kurs, das findest du auch als digitales Kartenset, entspannt für die Hosentasche auf dem Handy. Also du kannst dir die ganzen Fragen auch mit einmal als PDF runterladen. Verlinke ich dir unten auf der Homepage. Damit kannst du dich selbst reflektieren und zeitgleich anderen Menschen unterstützen, die nicht die Chance haben, diese nur Dinge zu nutzen. Selbstreflexion. Ein weiterer Tipp für ein werteorientiertes Leben ist, umgib dich mit Menschen, die deine Werte teilen. Such nach Gleichgesinnten, die dich unterstützen und inspirieren und tausch dich aus, hey, welche Werte hast du und welche Hintergründe stehen dahinter und wie lebst du diese schon? Setz dir wertebasierte Ziele, also definiere Ziele, zum Beispiel nach der Smart-Form-Formel, die mit deinen Werten im Einklang stehen und arbeite aktiv daran, sie zu erreichen. Mach dir kleine Steps und Strategien und feiere auch die kleinen Steps. Weil, sind wir mal ehrlich, sehr häufig ist es der Prozess, der zum Ziel eigentlich so wertvoll ist, als das Erreichen des Ziels. Ja, das Ziel ist wichtig, auch das zu erreichen, aber die Learnings, die wir aus den Höhen und Tiefen erhalten, das ist das, was das Leben in meiner Welt ausmacht. Und dann feiere deine Erfolge. Wenn du nach deinen Werten lebst, so ein Ziel zum Beispiel erreichst. Nimm dir Zeit, den Erfolg zu würdigen und dich selbst zu belohnen. Das ist etwas, womit ich mich viele, viele Jahre schwer getan habe. Ich mache auch hier ein Beispiel. Ich habe viele Jahre monatliche Events im Rahmen vom Health Meeting Leipzig, was ich 2015, 2016 ins Leben gerufen habe, wo ich monatlich, immer am letzten Mittwoch des Monats, Speakerinnen und Speaker eingeladen habe, um über den Tellerrand der Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung hinauszuschauen. Da habe ich Vorträge gehalten, da haben andere Vorträge gehalten und am Ende saßen da über 120 Leute im Raum. Wir haben dort Energie versprüht, wir haben dort Aufstellungsarbeit gemacht, wir haben über Future Food, wir haben über Insekten in der Nahrung gesprochen, wir haben über Psyche, Stress, Regeneration, wir haben so viele bunte Themen dort gehabt. Es ist eine wundervolle Zeit gewesen. Und hey, vielleicht kommt das auch wieder. Also vielleicht hörst du zu und warst bei solch einem Event. Vielleicht werde ich solche Events auch wieder 2024 oder fortlaufend wieder organisieren. Da werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten, wenn du
mir auf meinen Kanälen von Functional Basics, Health Meeting Leipzig folgst oder mein Newsletter abonniert hast, dann lasse ich dich natürlich dort gern wissen und dann auch teilhaben. Die Vorträge, die wir hatten, findest du beim Health Meeting Leipzig auf YouTube, sind online, kannst du dir anschauen. Dort haben wir quasi Spenden auch gesammelt für Menschen, die Unterstützung brauchen. Ein weiterer kleiner Tipp als Fazit: Sei offen für Veränderungen. Deine Werte können im Laufe sich des Lebens verändern und passe da deine Ziele und deine Handlungen entsprechend an. Wenn du die Dinge befolgst, dann kannst du dein Leben führen, das von deiner persönlichen Werten geprägt ist. Du wirst mehr Klarheit, Zufriedenheit und Erfüllung, Leichtigkeit in deinem Leben finden und dich selbstbewusst und authentisch fühlen. Die Entdeckung deiner Werte sind aber ein kontinuierlicher Prozess. Es ist eine Reise der Selbstentdeckung. Es wäre schön, wenn es einen Knopfdruck gibt, wenn es eine Pille gäbe und zack, du bist erleuchtet oder hast sofort Verbindung zu dir. Das ist es nicht. Es ist eine Reise der Selbstentdeckung, die dich dein ganzes Leben lang begleiten wird. Mit den Menschen, die dir begegnen, mit allen Reibungspunkten, die dir ja ins Gesicht gehalten werden, mit allen den Spiegeln, in denen du reinblicken wirst, in menschliche Spiegel, wo du merkst, warte mal, das gibt dort einen Konflikt in mir. Vielleicht hier noch ein Wunsch, wenn eine Person dir gegenübersteht, ob es deine Partnerin, dein Partner ist, deine Liebsten, eine Freundin, eine Freundin, und sie spiegeln dir etwas, was dir gerade nicht so gut tut, wo Wut aufkommt, Aggression, Traurigkeit. Die anderen sind nie schuld. Die anderen geben dir die Einladung, in dich reinzuhorchen und etwas in dir zu entdecken, was vielleicht sehenswert ist, was geheilt werden möchte, was gehalten werden möchte, was vielleicht erwachsen werden möchte. Das Thema innere Kinder, Anteilsarbeit, dazu werde ich auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen, dass du verstehst, was alles unser Verhalten beeinflussen kann. Denk also dran, dass die Entdeckung, das Leben deiner persönlichen Werte ein kontinuierlicher Prozess sind. Die Reise, vielleicht hast du diese mit dieser Podcast-Folge angetreten und schaust einmal dir deine Werte, ob du es vielleicht schon mal getan hast oder das Thema ganz neu für dich ist, noch einmal an. Und dann lade ich dich ein, schau dir gern die Shownotes an, lade dir das Kartenset runter, lade dir meinen kostenfreien Guide zur Persönlichkeitsentfaltung runter, weil da ist diese Wertetabelle drin. Oder nutze das kostenfreie Kartenset zum Runterladen, druck dir das aus, um deine Werte zu entdecken. Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich jederzeit gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und wir können auch gemeinsam an deinen Werten arbeiten. Oder du bist gerade an einem Punkt, eine Entscheidung zu treffen. Dir ist die Leichtigkeit abhanden gekommen. Du hast vielleicht die Klarheit in der Gesundheit verloren oder fühlst dich gerade nicht wohl, struggles mit deiner Ernährung, bist gerade auf dem Weg, Muskeln aufzubauen, das funktioniert aber so nicht, wie du es vorhattest. Oder du bist in einer Beziehung zu dir selbst oder mit einer anderen Person und die ist nicht so glücklich, wie du sie dir wünschst. Dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Ich biete dazu kostenfreie Erstgespräche an. Und in dem Erstgespräch schauen wir, ob vielleicht mein ganzheitliches Coaching etwas für dich ist. Je nachdem, wo dein Schwerpunkt ist, ob meine Expertise, meine Erfahrungen dort ausreichen, dich in deinem wertvollen Prozess zu begleiten. Das findest du alles in den Shownotes. Und lass mich gern, falls du bei Spotify das Ganze hörst, auch da kann ich so Fragebuttons einstellen. Lass mich gerne wissen, ob du dich mit den Werten schon mal beschäftigt hast. Und ob das vielleicht ja, neu für dich war oder was die Podcast-Folge mit dir gemacht hat. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und dann hören wir uns bald wieder. Gerne bei Spotify und iTunes bewerten. Damit unterstützt du meine Arbeit und meine Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Teil gern die Podcast-Folge, ob in einer Story bei Instagram, WhatsApp oder wo auch immer wir Stories haben, Telegram. Und verlinke mich mit functional.basics. Dann weiß ich, hey, ich habe dich und weiteren Menschen unterstützt, ihre Werte zu finden und ein entspannteres, leichteres Leben zu führen. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus Leipzig, dein Carsten. Ciao.